Habe ich jetzt eine bessere Framezahl? Yep. So, hallo Leute und herzlich willkommen zu meinem Let's Play Minecraft zurück hier in bei meiner kleinen geheimen Spinnen und Zombie und Creeper und Skelettzucht halt. So, im letzten Part haben wir ja, im letzten Part sind wir gestorben. Oder in diesem, keine Ahnung. Ich habe bis jetzt noch nicht geschnitten. Noch nicht ordentlich. Okay. Aber dann hauen wir jetzt hier einfach mal weiter, uns immer tiefer rein. Ich nehme wieder mal so 10 Minuten oder so. Ich nehme einfach mal meine gesamte Festplatte wieder auf. So. Und hier mache ich dann jetzt mal ganz kurz einen Zweig hier. Wo ich mich dann hier einmal quer durch den Fels buddel. Das spielt schon, das ist gerade etwas leiser, aber egal. Gut. Und jetzt. Und prompt stoßen wir wieder auf Erde. Wuhu. Die haue ich gleich weg. Aber dafür hole ich mir dann erstmal oben noch möglicherweise. Stimmt, genau. Ich weiß jetzt, was ich mache. Weil ich sofort mache. Was auch meiner Meinung nach wichtig ist. Sind nämlich. Solange da kein Creeper ist. Ach, verdammt. Also auf jeden Fall ist da jetzt eine Riesenspinne. Juhu. Nämlich, was ich mal machen wollte, war nämlich Spitzhacke aus Stein. Zum Beispiel. Und am besten auch noch ein Schwert aus Stein. Das ist dann so gesehen mehr Sicherheit. Ich werde mich heute mal auf die Suche nach Kühen begeben. Um diese Yamukus hier ein bisschen zu killen. Wird schön. So, auf jeden Fall, dann hocke ich hier unten mal wieder weiter. Ne? Nein, dann hacke ich mal hier unten wieder weiter. Naja, okay, solange die Hacke noch voll ist. Okay. Dann pinne ich hier mal zwei Fackeln hin. Reichen erstmal. Dann kloppen wir uns mal hier kurz weiter. Ich werde eh gleich da wieder die Fackel abreißen werden. Ich werde da eh gleich wieder die Fackel scheiß drauf. Ach, egal. So, super. Jetzt habe ich hier einmal zu viel abgebaut. Obwohl, nee, eben nicht. Dann haben wir jetzt das hier weg. Jetzt geht aber auch schon wieder meine Steinspitzhacke Schrott. Ich muss mir gleich, kommt vermutlich erst so ein paar Parts oder so. Keine Ahnung. Wann ich mir eine Uhr bauen kann. Gut, die hier noch, ist jetzt noch ganz schnell weg. Die räume ich mal von hier wieder auf. So, wenn jetzt nämlich meine Spitzhacke hier geschrottet wird, gehe ich auch nochmal hoch. Gut. Dann gehe ich. Würde ich doch mal sagen, dann haue ich mich hier weiter rein. Gut, jetzt ist das auch noch Schrott. Dann hüpfen wir mal ganz kurz hier wieder hoch. Hier mache ich bald auch noch einen besseren Boden. Das ist immer noch Nacht und da ist eine Kuh. Das heißt. Fuck, ich muss mit. Vier Stäben auf Vorrat muss ich jetzt erstmal dann hier zurechtkommen. Also hier noch. Dann kann ich ja noch vier machen, aber. Das bewahre ich mir mal noch ein bisschen auf. Vielleicht baue ich auch gleich mal dann einfach eine. Also. Ja, gleich ist relativ. Wenn es dann wieder Tag ist, mir dann eine Kiste. Auch nochmal. Also eine Truhe. Um dann dann ein bisschen mehr was reinzulegen. Zack, 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 zack. Sowieso, also jeder, der hier bei Gronkh meine Kommentare liest, von wegen, das ist ein cooles Let's Play, was du da machst. Ja, pff. Ein
und mich dann anschreibt hier von wegen, ja, ich mache auch ein Let's Play. Finde ich korrekt von euch. Ganz ehrlich, ich freue mich immer wieder, wenn ich irgendwie so, ja, Nachrichten von YouTube bekomme, dass jemand anders auch Let's Plays macht. Freut mich immer, denn irgendwie baut man ja dann so einen kleinen Kontakt so gesehen zu denen auf. Wenn man so der 10. Abonnent oder so ist, dann kann man auch sagen, wenn die irgendwie mal etwas bekannter oder so werden, ne, kann man dann auch mal sagen, ja, ich war von Anfang an dabei, ne? Okay, das ist jetzt natürlich nicht so das Besondere, aber ja, mir macht's persönlich, ich find's immer wieder schön. Gut. Ich weiß, oh, Eisen! Eisen! Yay! Oh, das ist gut. Das ist verdammt nochmal gut. Das gibt jetzt hier auch dann direkt erstmal einen Bonuspunkt für dieses Höhenlevel hier. Hier grabe ich mich jetzt wirklich einmal quer durch den Berg. Durch den Berg vor allem. Durch den Berg. Also könnt ihr mir jetzt glauben. Und da haben wir noch Kohle. Boah, das ist ja hier schön. Das ist ja mal schön. Und ja, ich bin immer noch sauer auf die Creeper. Mhm. Nachdem die mir hier gestern mein Haus da geschrottet haben, etwas. Meine ich das jetzt? Oh, tschüss! Wie viel Kohle hier ist. Also in dieser Map ist einigermaßen viel Kohle schon, habe ich schon gefunden. Also viel Kohle vorkommen einfach. Das ist ja eine richtige Kohleader hier. Also hier werde ich gleich auf jeden Fall mal härtere Geschütze auffahren. Auf jeden Fall, also das ist cool. Das ist korrekt. Also manch einer hier würde sich darüber nur freuen. Über so viel Kohle. Zum Beispiel, ich freue mich auch immer wieder über Kohle, also. Oh nein, ich habe kein... Ja, schnell nach oben. Ach, sowieso, jetzt wird's jetzt... Ah, jetzt ist es ja auch vermutlich wieder Tag. Jetzt kann ich auch hoffentlich wieder hier raus. Oh, wieso? So. Nach hinten gucken, gut. Nochmal allgemein gucken. Gut, hier ist nichts. Da, nimm mein Eisenschwert. So, du, bitte Steak, danke. Ah, lag. Heißt das etwa, dass meine Platte langsam aber sicher voll ist? Das gibt's nicht. Nimm jetzt so lange, nehme ich nicht auf. Okay, ich würde glatt sagen, meine Platte ist voll. So langsam aber sicher. Ja, meine Platte ist voll. Ich guck mal kurz, wie viel Platz noch drauf ist. Jetzt kommt schon eine Stör. Hallo? Die Kühe sollen mir mal was geben hier. Nee, okay, hat sich gerade die Framezahl wieder gebessert. Gut, dann sollte ich jetzt mal ein bisschen mehr Holz hacken. Auch. Oh. Ich weiß auch nicht, warum das Spiel immer wieder bei mir anfängt zu lecken. Ja, okay. War gerade schöne Framezahl von 34 jetzt gerade. Im Moment. Aber kaum laufe ich, also... Ich muss heute mal nochmal meinen Computer etwas reinigen. Von unnützem Zeug. Lass gleich auch nochmal ein Programm drüber laufen und so. Also, mit dem ersten Part wollte ich ja irgendwie da hinten auf eine Insel. Könnte ich ja morgen oder heute mal noch machen. Also, im nächsten Part würde ich dann. Hauen wir mal noch ein bisschen. Gut, wunderschön. Gut, ah, da ist eine Kuh krepiert. Das ist aber gut. Aber was ich jetzt gerade irgendwie scheiße finde, ist, dass mein Programm gerade etwas zu stark leckt. Also begebe ich mich mal ganz schnell rein.
ich hau erstmal noch ein Schwein eine rein. Oh, Pfeile. Pfeile sind gut. Die können mir später helfen. Gut. Noch ein schönes Steak. Hier. Das pinnen wir jetzt mal direkt in unseren wunderschönen Schmiedeofen. Ich werde auch gleich, werde ich hier nochmal ein bisschen höher bauen. Weil ich hier oben ganz gerne, ja, von hier oben mal so noch so ein bisschen runter gucken könnte auf die Monster und dann sagen können, haha, ihr seid da unten, ich hier oben. Gut, das Steak ist schon fertig. Hatte ich gerade nicht noch drei? Habe ich das jetzt gegessen, als ich... Ja, dann brauche ich jetzt noch ein bisschen Seide. Hauen wir noch direkt da rein. Möglicherweise finde ich jetzt auch noch ganz schnell ein bisschen... Genau, ich gehe jetzt auch noch mal ganz kurz auf Sandsuche. Beziehungsweise ich guck mal ganz kurz, wie viel Platz ich noch habe meiner Festplatte, und ja, dann sehen wir uns gleich wieder.